Hallo ihr Lieben, willkommen im Würfel und Zucker. Ich habe diesmal die Ela dabei. Hallo. Kennt ihr vielleicht schon, war schon mal im FAQ-Video und ist heute wieder dabei. Wir drehen heute was vollkommen anderes, also ganz komplett anders. Komplett anders. Genau. Alles wird anders. Noch nie da gewesen. Ja, wir machen heute so ein bisschen ein How-to-Brettspiel-Café. Denn exakt. Es gibt so ein paar Sachen, die sind hier deutlich wichtiger als zu Hause, aber vielleicht wollt ihr ja das ein oder andere für zu Hause übernehmen. Das ist nämlich so die Nachhaltigkeit zum einen und zum anderen auch die, ich sag mal so Usability, dass du ein Spiel auspackst und das dann gleich schön ist. Ja, genau. Es gibt ja viele Sachen, viele Spiele, die macht man auf und denkt sich... Lauter Tüten. Ah, oder noch nicht mal Tüten. Es gibt ja auch welche. Also mittlerweile werden Spieler ja schon immer mit Tüten geschickt. Ja. Plastikmüll. Naja. Just saying. Aber genau. Ja. Manchmal macht man eine Box auf und alles fliegt da drin rum. Ja. Ja. Also es gibt natürlich wirklich vorbildliche Spiele, wie zum Beispiel Century, die Gewürzstraße. Daran mussten wir gar nichts machen. Denn dieses Spiel hat wirklich so ein großartiges Inlay, dass du wirklich die Sachen rausnimmst und sofort losspielen kannst. Das ist natürlich der Hammer, aber leider ist das doch die sehr, sehr, sehr große Ausnahme. Deswegen packen wir das wieder weg. Ach, guck mal, hier gleich so eine Geschichte. Kurzspielregeln. Wir drucken für viele Spiele Kurzspielregeln aus. Ja. Und die finde ich auf einer Internetseite, die nennt sich Hall 9000. Also H-A-L-L 9000. Und dann weiß ich gar nicht, ob das die E-Org oder was auch immer ist. Müsst ihr einfach mal googeln. Hall 9000, Kurzspielregel. Und da findet man die. Die drucken wir aus, wenn sie vorhanden sind, laminieren sie dann ein und legen sie auch immer in die Spiele rein. Genau. Finde ich immer super wichtig, so eine Kurzspielanleitung, wenn man ein Spiel schon kennt und einfach nochmal gucken muss. Ja, nur so ein paar Geschichten. So ein kleiner Reminder. Also man kann das mit der Kurzspielregel nicht lernen, nicht unbedingt, aber um das ein bisschen aufzufrischen. Aber es ist ein super Reminder, genau. Oder nur diese Aufbausachen. Ja. Also bei was variiert, wenn ich 3, 4 Das Problem ist, das steht da nämlich leider nicht drauf. Was? Ja, das ist fast alle Kurzspielregeln haben keinen Aufbau mit drauf, was echt sehr, sehr schade okay, ist. Also hier eine kleine Empfehlung an Hall 9000. Nee, das sind ja verschiedene Autoren, die das dann einreichen. Also liebe Kurzspielregelautoren, Aufbau, das wäre echt richtig cool. Und aber, zwar Spieler-related Aufbau. Ja, genau. So. Je nach Spiel. Ja, so. Aber wie gesagt, Century, schönes Beispiel, Underwater Cities, ein Beispiel. Da hat man unfassbar viel Krams in diesem Spiel. Es gibt alle möglichen verschiedenen Ressourcen und da basteln wir dann immer so kleine Kästchen, damit man das Spiel extrem schnell aufbauen kann. Das kann man dann nämlich wirklich einfach nur so aufbauen. Ist fast so schnell wie bei Century, nicht ganz, weil man die Deckel abnehmen muss. Aber das spart auf jeden Fall auch schon unheimlich viel Aufbau und auch Abbauzeit. Und stellt euch nur mal vor, das alles würde jetzt in diesem Karton rumfliegen. Also der Karton ist voll, da sind einige von diesen Schächtelchen drin, weil da gibt es echt unglaublich viele Ressourcen und wir haben auch 2 Schachtelgrößen, die wir hier standardmäßig benutzen, die kleine und die große Schachtel, und hier bei Underwater Cities sind zum Beispiel die ganzen einzelnen Rohstoffe alle in kleinen Schachteln. Wir versuchen es farblich auch abzustimmen, es passt nicht immer zu 100%. Und in den großen Schachteln haben wir dann auch sogar die kleinen, hier diese Kuppeln für die Städte. Ja. Also die passen tatsächlich in die großen Schachteln rein. Wir kommen meistens mit den kleinen und den großen Schachtelgrößen ganz gut hin. Man kann natürlich auch Zwischengrößen machen. Wie man diese Schachteln faltet, werde ich gleich noch filmen und dann könnt ihr euch das genau angucken. Und Ela hat einfach nebenbei, um euch mal zu zeigen, wie super schnell genau. Das geht. Ela hat nämlich den Karton mit unseren Origami-Dingern. Dabei ist ganz wichtig, also ihr könnt zum einen Origami-Papier bestellen. Das ist dann so ein bisschen labberig. Also man kann wirklich Origami-Papier bestellen. Das ist ein bisschen labberig. Und man kann aber sonst auch einfach Tonpapier bestellen.
bestellen und das entsprechend schneiden. Und das Tonpapier ist deutlich fester. Also wir sind inzwischen dazu übergegangen, mehr Tonpapier zu benutzen und nicht mehr so viel Origami-Papier. Allerdings muss man, wenn man Tonpapier kauft und es zurechtschneidet, daran denken, dass, ihr seht schon, eine Box ist ein bisschen größer als die andere. Deswegen braucht man ein etwas kleineres Papier als das andere. Und daran muss man tatsächlich auch denken. Genau. Also ich weiß nicht, ob das man hier diese Größenunterschiede sieht. Bis hierhin geht es kleiner. Genau. Also es ist ein Zentimeter Unterschied. Das heißt, dieses größere Teil ist bei uns 15 mal 15 Zentimeter und das kleinere Teil ist 14 mal 14 Zentimeter. Und dann wird gebastelt. Genau. Und diese 15 mal 15 ist eine Standard-Origami-Größe, die man so bestellen kann. Dann kriegt man gleich einen ganzen Packen mit verschiedenen Farben. Und wir nehmen dann halt immer nur die Hälfte pro Farbe und schneiden die dann einen Zentimeter kleiner. Wir benutzen dafür auch so eine Papierschneidemaschine. Das kann man bestimmt auch per Schere, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Also so eine Papierschneidemaschine lohnt sich tatsächlich in der Anschaffung. Ja. Die großen Schächtelchen kannst du ja auch nochmal zeigen, den Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Papier. Die großen Schächtelchen ist eine Größe größer. Das müsste, glaube ich, sein. Ah, das sind zwei Unterschiede. Das macht aber nichts. Das müsste sein die Größe 20 mal 20, beziehungsweise die kleinere Variante dann eben 1 cm abgeschnitten, 19 mal 19. Und wie gesagt, die Falttechnik zeigen wir gleich nochmal. Ja, das machen wir gleich. Genau. Ja, wie ihr seht, habe ich mir hier nochmal ein bisschen Krams rübergeholt. Da, wo wir jetzt keine Schächtelchen falten, es gibt verschiedene Gründe. Vielleicht passt es nicht in die Packung rein es gibt den einen oder anderen Grund, warum wir keine Schächtelchen falten und immer noch Plastiktüten haben. Und da tun wir dann natürlich gerne unser Spielmaterial in Schälchen rein. Die gibt es einmal in extrem hochwertig. Das war mal ein Kickstarter, die hießen Board Game Bowls. Die Firma sitzt in Neuseeland und soweit ich weiß, gibt es derzeit keinen Vertrieb und auch keinen Nachfolger. Also ich habe das mal recherchiert. Mir ist da im Moment nichts untergekommen, was jetzt solche wunderschönen, hochwertigen Holzschein herstellt, aber... falls ihr da was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, falls es wieder irgendwie einen neuen Anbieter gibt. Es gibt dann natürlich die etwas günstigere Variante. Das gibt zum einen, gibt es überall so genannte, das sind so Palmblattschälchen. Die nimmt man eben auch so für Buffets oder so. Ne? Vorteil davon ist, die sind halt wirklich also ökologisch sehr sinnvoll, im Gegensatz zu Plastik. Nachteil, die Optik muss man mögen. Ne? Also die sind dann schon sehr natürlich. Das ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache. Die sind auch nicht unbedingt, also
so von der, ne, manchmal so, sind sie so ein bisschen nicht ganz gerade, aber wir finden sie eigentlich ganz gut, also die funktionieren auch. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und wenn da mal eine kaputt geht, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil die sind wirklich deutlich günstiger. Die sind super günstig, super also günstig. Wirklich, wirklich super günstig. Und die heißen, also wenn ihr mal guckt, irgendwas mit Palmblatt und Cocktailschälchen oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Das Ganze gibt es dann auch noch in etwas hochwertiger, allerdings Plastik. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was man immer so möchte. Mhm. Das sind aber auch so Dip-Schälchen. Ne? Also die nennen sich auch Dip-Schälchen. Die habe ich jetzt aus dem Großmarkt. Die müsste es aber auch an anderen Stellen geben. Die finde ich sehr hübsch, weil sie auch schön schwarz sind. Schwarz ist ja, und ne, also ich finde sie von der Form her ganz toll. Also das sind auch noch welche, die wir da haben. Ja. Und dann haben wir noch angefertigte Würfelteller und zwar, also nee, wir kommen nochmal zurück auf in der Box. In der Box ist es manchmal auch so, dass es Spiele gibt, da musst du zufällig irgendwas ziehen. Und dann ist es ganz oft so, dass da steht, ja, dann mach die ganzen Plättchen in einem Stapel übereinander und dann deckt ihr immer zufällig das oberste auf. Und weil das auch vom Aufbau her oftmals sehr nervig sein kann. Umfallen kann. Oder genau, oder umfällt. Haben wir uns auch angewöhnt, wenn wir sowas sehen in Spielen, dass wir da dann Beutelchen reintun. Das mit den Beuteln ist allerdings so eine Geschichte. Ich habe schon sehr viele Stunden Recherche darauf verwendet, Beutel zu finden, die ich gut finde. Und es gibt eine Beutelsorte, die finde ich total klasse. Das ist ein Mikrofaser-Zugbandbeutel. Ne? Genau, das ist ein typisch deutsches Wort. Genau. die gibt es vor allen Dingen bei BoardGameGeek im Shop. Und das Problem ist, dass dieser Shop in Amerika ist. Und Amerika... Lieferung, Zoll ist immer so eine Geschichte, deswegen habe ich da noch nicht bestellt. Die sind auch meistens spielabhängig bedruckt. Das heißt, es gibt wunderschöne Beutelsets für zum Beispiel Burgen von Burgund, wo dann tatsächlich auch jede Beutelfarbe auf die Plättchenfarbe von dem Spiel abgestimmt ist. Ist total toll. Ich hätte es gerne ein wenig... universeller. Deswegen habe ich mal angefangen, im Netz Beutel zu bestellen. Ich bin auf zwei verschiedene Beutelarten gestoßen. Das ist einmal so eine Samtoptik und einmal so eine Leinenoptik. So, das sind so die Beutel, die wir hier haben. Ich finde beide Beutel etwas steif, ehrlich gesagt, aber es funktioniert. Ne? Wobei, wenn man die dann so zuzieht, das geht schon eher mal auf. Ich finde sie okay. Also statt Türmchen zu bauen, finde ich diese Beutel auf jeden Fall ganz gut. Davon haben wir auch relativ viele da und legen die dann auch immer mal wieder in Spiele, wenn sich das entsprechend anbietet. Ja, und was ich dann noch hier auf dem Tisch gestellt habe, sind unsere angefertigten Würfelunterlagen, Würfelteller. Ja. Genau. Würfelteller, ja, hatte ich mich ganz am Anfang des Cafés mit beschäftigt. Wie kriegen wir denn am besten irgendwie Würfelteller? Weil... das ist schon so, wenn dann im Café gewürfelt wird und die Würfel fallen dann vom Tisch runter und dann wird hier unter Bänken und Tischen rumgekrochen. Nicht schön, kann ich euch sagen. Deswegen waren mir Würfelteller sehr, sehr wichtig. Und ich hatte mal angefangen mit Sachen und zwar war das, was ich bis dahin am besten fand, ein Würfelteller. Das ist eine Schale von IKEA, also eine Obstschale tatsächlich. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Holz. Und die habe ich dann einfach innen selber mit Filz ausgekleidet. Das ist jetzt ein bisschen schmuddelig, weil diese Schälchen da drin gelebt haben. So, allerdings muss ich sagen, war das für hier auch eine eher kostenspielige Angelegenheit. Ich glaube, diese blöde Obstschale hat fast 20 Euro oder so gekostet. Davon viele zu machen, hervorragend. Hast du nicht lange gebraucht für jetzt, ne? 5 Minuten. Ich kann es schneller. Scusi grande. Ich habe nicht so viel Übung wie Silke, das muss man leider dazu sagen. Genau. Also das ist eine Möglichkeit. Es gibt online auch immer wieder, Leute, die aus Bilderrahmen, die so einen höheren Rand haben, solche Würfelteller basteln, finde ich auch ganz cool. Aber dann habe ich einen Freund gefragt, der ist Tischler
Und der hat mir einen Würfelteller gebaut. Also der hat ihn richtig getischlert und der ist wunderschön. Also der hat wirklich, der ist total schön geschliffen und ich finde die Form ganz toll. Den habe ich dann halt auch mit Filz innen und unten beklebt, damit er auch auf dem Tisch nicht so laut ist. Also den finde ich ganz, ganz großartig. Und von dem haben wir übrigens auch noch ein paar im Keller, die noch nicht mit Filz beklebt sind. Da müssen wir nochmal nachbessern. Ja, ja, genau. Wenn mal nichts zu tun ist. Ja, wenn mal nichts zu tun ist, genau. Und dann hat Fritz Kohler gefragt, ob sie uns mit irgendwas unterstützen können. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr seid doch immer hier so die Nachhaltigkeitsfritzen. Fritzen, haha. Ha. Oh, war deine Plastik. Ja, bei denen müssen alle Werbematerialien müssen irgendwie so diesen Nachhaltigkeitsansatz haben. Und die haben das aus alten Europaletten tischlern lassen. Oh, ja. Das ist ja auch nett. Ne, das ist, finde ich, eigentlich auch ganz cool. Also die hatten sich dann halt unseren Würfelteller zum Vorbild genommen und haben dann entsprechend diese Würfelteller gebastelt. Ich finde unseren vom Tischler, also von meinem Freund, dem Tischler, ist viel, viel schöner. Er hat ja auch einen viel persönlicheren Wert. Das stimmt. die hier sind ein bisschen kantig, aber sie füllen natürlich auch vollkommen ihren Zweck. Sind hübsch und sie sind schwarz. Auch schön. Sie sind schön schwarz. Ja, genau. Es steht Fritz Cola drauf. Ja. Die anderen, die wir hier von diesem noch unten haben, sind in so einem Weinrot passend zu unseren Möbeln. Also eigentlich müssen wir da. Filz habe ich eigentlich auch da. Also theoretisch. Ne? Alles, was das Herz begehrt. Genau. Ja. Das Würflerherz. Genau, das sind unsere normalen Würfelteller. Und dann hat uns der liebe Markus Groninger, der die Facebook-Gruppe Brettspiele Flohmarkt betreibt, der hat uns tatsächlich das ist so ein Tuchwürfelbecher. Genau, also ja. Die finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Die gibt es inzwischen auch viel zu kaufen. Und das ist relativ simpel, das ist eigentlich flach, also es kann auch flach gelagert werden und wird dann entsprechend einfach zusammengeklickt und kann dann als Würfelteller fungieren. Geht halt mit Leder, dieses hier ist auf jeden Fall so ein Kunstleder und der liebe Markus hat tatsächlich mit seinem sehr, sehr schönen Gravur-Ding-Sie, der hat so ein Laser-Gravierer-Teil hat er, ja, und hat uns da Würfel und Zucker das Logo reingelasert. Finde ich natürlich mega cool. Super lieb, super toll. Sowas in Massenproduktion, das wär's, ne? Ja. Okay, Dreams, vielleicht irgendwann mal. Genau. Großes Dankeschön auf jeden Fall. An ja, alle. Das sind so unsere Geschichten, die halt auch so mit Tischoptik und so weiter zu tun haben. Mhm. Genau. Die sind bei uns auch immer verfügbar, stehen auf dem Regal, kann sich auch jeder nehmen. Genau. So, dann geht es ja nicht nur um Kästchen und Schächtelchen, sondern bei uns geht es auch unheimlich viel um Schreiben. In jeglicher Art und Weise. Also, Score hier, wie heißt es noch gleich? Du weißt schon, was ich meine. Punkte ausrechnen. Oder Notizen. Notizen während des Spiels. Beim Escape Room. Ja, beim Escape Room oder sonstiges. Oder Zeichnungen. Oder Zeichnung bei Spielen wie Subtext. Genau. Genau. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wo man beim Spiel irgendwas aufschreiben muss. Mhm, genau. Und es gibt halt, die meisten Spiele kommen halt einfach mit Blöcken. Das kennt ihr ja auch. Und die haben wir einfach laminiert. Klar. Das habt ihr bestimmt schon mal von anderen Leuten gehört. Das zu laminieren ist jetzt irgendwie auch nicht so der Weisheit neueste Erkenntnis. Wir laminieren von allen Sachen immer die Sachen, also alle unsere Punkte, Sachen, egal was es ist, es wird bei uns alles laminiert. Und dann kommen wir natürlich zu dem nächsten Punkt, das muss man beschreiben und auch wieder wegtun können. Irgendwie muss man es doch wieder wegwischen. Richtig. Oder waschen. Oder genau, und dann kennt ihr ja alle diese Stifte, die oftmals in den Spielen mit drin sind, das sind diese kleinen Stifte, die auch gleich wunderbar ein Radiergummi mit oben, also so ein Filzding oben mit dran haben. Die sind ganz wunderbar, wenn sie denn schreiben. Unsere sind schon ein bisschen auf, weil die sind schon ein bisschen älter. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Stifte sind relativ klein, da ist nicht viel drin und
selbst wenn sie schreiben, machen sie alle einen unglaublich breiten Strich. Und da ist es so, wenn man gerade so ein Punktescoring hat, wo man dann wirklich auch mal Zahlen eintragen muss und mit so einem breiten Strich anfängt, das ist nicht sehr schön. Dann haben wir eine Zeit lang gemacht, okay, nehmen wir halt die Non-Permanent Fineliner, die kennt auch jeder, so von Overhead-Folien und so ein Kram von früher, ne? Haben wir gemacht, ist auch gar kein Problem, kannst du wunderschön filigrane Zeichnungen mitmachen, also wirklich, das ist ja sehr, sehr, sehr filigran, so sieht es dann aus. Dann muss das ja aber wieder weggewischt werden. Was haben wir da gemacht? Wir haben den Leuten an den Tisch so ein Schwämmchen mit zugelegt. Ein Viertel eines Schwämmchens. Genau. Das feucht ist, denn man muss die Feucht abwischen. Hier, wisch. Ich wische. Genau. So, und wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, und jetzt zeig mal deine Finger. Achso. Noch sehen sie natürlich richtig gut aus. Das war das Problem, ja. Wenn da mehrere Leute am Tisch waren und immer mal wieder gewischt wurde, dann hatten später alle das trotzdem an den Fingern. Das fanden wir natürlich auch super unschön. Ja. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben nach allen möglichen Dry Erase Markern, die es so auf der Welt gibt. Wir haben bestellt, ganz normal im Internet kann man fast nicht mehr erkennen, weil die jetzt auch rausgeflogen sind. Die heißen Arteza, also A-R-T-E-Z-A. Die sind gut grundsätzlich, haben aber genau wie die anderen das Problem mit der Schriftbreite. Mhm. Dann haben wir uns sagen lassen, es gibt in Amerika welche, die so viel besser sind. Die heißen Expo Dry Erase und riechen auch nicht so doll, Low Odor. Und das ist jetzt die Variante Fine, die ich mir tatsächlich aus Amiland mitbringen lassen, weil ich mir da sehr viel von versprochen habe. Und wie man sieht, Expo Dry Erase, so. Wie man sieht, haben die ein genauso breites Schriftbild. Es war also keinerlei Verbesserung. Die Stifte sind gut, gar keine Frage. Aber dann kann man auch tatsächlich die deutschen Varianten benutzen. Und dann, genau, dann bin ich tatsächlich über einen Prototypen eines Franzosen. Der hatte Stifte dabei, die waren deutlich feiner. Also jetzt auch nicht so maximal, aber wenn sie relativ frisch sind, dann sind sie wirklich deutlich feiner. Also die sind ein bisschen empfindlicher, aber sie sind auf jeden Fall auch feiner. Man kann das vielleicht sehen. Und die sind von der Firma BIC. Dann habe ich sehr lange recherchiert, wo ich diese verdammten Stifte herkriege und habe es nicht gefunden. Also wenn ihr sie irgendwo findet für normal, dann sagt es mir bitte oder schreibt es in die Kommentare. Ich habe sie nicht gefunden. Sie sind von der Firma BIC, Dry Erase Marker. Und ich habe sie nur gefunden bei einem Shop, der sie dann auch gleich individuell bedruckt. Und deswegen haben wir jetzt irgendwie so 1000 Stück mit unserem Logo drauf. Und dann gucken wir mal, wie lange die reichen. Ja, die sind, wir haben ja 1000 Stück. Sie werden lange reichen. Vielleicht naja, nicht der einzige. Das Problem ist bei denen, die Spitze ist echt ein bisschen empfindlich. Ne? Also wenn die Leute okay, da wie verrückt mit rumdrücken, dann bisschen ist es halt... mehr Druck. Ja, genau. Ja. So. Ah, wir haben ja 1000 Stück. Genau. So, und was drauf muss, das ist ja Dry Erase, muss natürlich auch wieder runter. Auch da haben wir uns ein bisschen... durch die Gegend probiert. Klassiker sind solche Sachen, diese Schwämmchen. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Alle, die gibt es überall. Wir haben halt große und kleine, die sind oftmals auch magnetisch. Ja. Zwei Probleme. A, wenn das Ding so runtergerockt ist, schmeißt du das ganze Teil weg. Mhm. Also wirklich hier dieses ganze Zeugs auch mit weg. Als ich diese kleinen bestellt habe, warst du da dabei, als wir die Tüte aufgemacht haben mit den kleinen Dingern? Nein, das ist lustig. Da sind wir fast gestorben vor Gestank. Das war so schlimm. Also die haben so schlimm gerochen. Ich weiß nicht, was das für eine Plastikchemie ist. Das fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ja, wie gesagt, wenn die auf sind, schmeißt du wirklich das komplette Teil einfach weg. Ja. Und dann habe ich gesagt, das kann auch nicht so... das Wahre sein und habe dann angefangen, Sachen zu bestellen, wo man immer nur Teile austauscht. Und da habe ich jetzt drei Stück gefunden. Das sind diese drei. Die funktionieren auch alle ganz gut. So. Ich persönlich finde diesen hier wirklich sehr, sehr schön.
Der hat auch so eine Mausform und so, kann man wirklich hervorragend mit wegwischen. Das geht ganz, ganz hervorragend, wie ihr seht. Aber auch dieser hier, der übrigens so aussieht, als hätte Onkel Otto seine Korthose abgezogen und da drunter geklebt. Also das ist wirklich Kordstoff da drunter. Also falls ihr irgendwie Kordhosen habt, alte Kordhosen, das scheint wirklich gut zu gehen. Und die radieren auch ganz hervorragend. So, bei diesen hier ist es jetzt so, dieses hier ist aufgeklebt und wenn man sie bestellt, dann kriegt man Ersatzfilzteile mit, die man dann einfach aufklebt. Und dieses Plastik hier, das wird nicht weggeschmissen. Das heißt, du hast wirklich nur den Filz, den du austauschst. Finde ich okay, dass es geklebt ist. Natürlich ein bisschen schade, aber geht. Bei diesem hier ist es eher so, mit so hier Klettbandgeschichte. Ja? Und wenn ihr jetzt gerade nicht Onkel Ottos Korthose zur Verfügung habt, das ist nämlich so, dass in diesem Ding hier drin steckt. Das finde ich auch ganz geil gemacht. Das kann man aufmachen. Warte, irgendwie kriegt man das Manja, auch. Manja, Silke nicht. Verdammt. Ich weiß, man kriegt es auf. Silke hat noch nicht gefrühstückt heute. Verflucht, dann kannst du ja auch versuchen. Aber diese dieses hier ist, ist hell. Also eigentlich ist es hell, es ist weiß. Es ist jetzt nicht mehr weiß, weil wir damit radiert haben. Das funktioniert auch ganz gut. Und dieses hier kriegt man auf jeden Fall auf. Und da ist einfach der Filz dann quasi eingespannt. Da hat man an der Seite hat man so eingespannte Geschichten. Und das ist einfach nur ein Stück Filz, was dann eingespannt wird. Also das fand ich auch ganz pfiffig gemacht. Das funktioniert ganz gut. Dieses Ding, man kriegt es auf, ich schwöre es euch, irgendwie kriegt man es auf und da ist dann nämlich noch mehr Rolle von Onkel Ottos Korthose drin. Nice. Ja, sodass wir das da dann vielleicht auch irgendwann mal austauschen können, wenn wir es dann irgendwann mal aufkriegen. Aber ich habe es schon aufgehabt. Also da ist wirklich noch ein Röllchen aufgerollter Kordstoff mit drin. So. Okay. So. Und dann haben wir natürlich nicht nur Sachen laminiert, sondern... wir brauchen so ja auch immer Notizen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das Spiel Subtext angucken, was bei uns der absolut Knaller ist und hier gespielt wird rauf und runter, da muss man so kleine Bilder anfertigen, die ungefähr so groß sind. Mhm. Und in dem Spiel ist ein Block, der ist ungefähr so dick. Ja. Haben wir am Anfang... 12 Leute können damit spielen. 3-mal ungefähr oder 4-mal. Dann ist vorbei. Und, genau. Und dann würdet ihr euch ja normalerweise Papier besorgen, ne? Und ich habe gedacht, so scheiße, was machen wir denn jetzt? Da haben wir am Anfang, haben wir selber laminiert. Ganz am Anfang haben wir erstmal alle das Papier bemalt. Ja, das stimmt. Dann war der Block fast leer. Und dann dachten wir, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen. Genau, und dann haben wir tatsächlich einfach Papier genommen und es laminiert. Wir haben aber Folgendes festgestellt. Wenn man selbst laminiertes Papier mit diesen Dry Erasern beschreibt, dann wird das sehr schnell schwierig. Ja. Was man da macht, kommen wir auch gleich zu. Aber wir haben dann festgestellt, dass in diesem Spiel Silver and Gold die Karten alle deutlich besser sind. Die verschlieren nicht ganz so schnell und haben uns überlegt, ob das vielleicht an der Beschichtung liegt. Und dann habe ich tatsächlich mit NSV gesprochen und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Macht ihr solche Karten? Also NSV hat diese Karten produziert, Nürnberger Spielkartenverlag, kennt man vielleicht. Und dann habe ich halt gefragt, wie sieht's denn aus? Produziert ihr solche Karten vielleicht auch einfach so? Also Blanko wäre ganz cool. Und dann dachte ich so, oder ich gucke einfach mal, ob irgendjemand anders das schon gemacht hat. Und dabei habe ich festgestellt, ja, gibt es. Es gibt also tatsächlich online zu bestellen, ich glaube, Whiteboard-Karteikarten heißen die und die gibt es halt wirklich weiß zu bestellen in dieser sehr, sehr kleinen, schönen, handlichen Größe, die für Subtext zum Beispiel total super ist oder etwas größer. Und dann haben wir noch diese Boards, das hat Ela hier liegen. Das ist tatsächlich so ein sehr festes Board, das ist dann unter Whiteboard DIN A4 zu finden. Und damit arbeiten wir und das funktioniert also wirklich ganz gut. Ja. Genau. Und auch da, es bleibt nicht aus, früher oder später hat man mal ein wenig Schliere, das ist einfach so. Und da habe ich mir dann tatsächlich bestellt so ein Zeugs, das heißt einfach Whiteboard-Reiniger, sprüht man ein, wischt man ab und dann sind die Dinger auch wieder quasi wie neu. Bisschen und lüften. Genau, ein bisschen, ja, das ist ein bisschen, es stinkt ein bisschen. Und ich muss auch dazu sagen,
Das machen wir auch bei Stille Post Extrem. Stille Post Extrem kommt ja, wer es kennt, schon mit diesen wunderschönen Spiralblöcken. Und auch die nehmen wir uns regelmäßig und gucken dann, dass wir die Dinger nochmal... oh, guck mal hier, ist noch gar nicht... Ach, das können ist wir gleich ja, machen. Chippendales. Sehr schön. Hervorragend. Also da bleiben früher oder später so Spuren und die machen wir dann halt auch entsprechend immer mal wieder mit dem Whiteboard-Eraser-Zeugs weg. Und außerdem wollte ich noch mal kurz sagen, wir haben in unserem Stille Post Extrem haben wir auch den Stapel Mutavo-Karten drin. Mutavo ist ein Spiel, das fast so ähnlich funktioniert wie Stille Post Extrem, aber eigentlich mit gefalteten Blättern. Mhm. Und diese gefalteten Blätter, die haben wir am Anfang immer ausgedruckt. Und es ist einfach irrsinnig, was dabei... Es ist halt lustig, ich kenne das und dann guckt man sich irgendwie, die Blätter sammelt man auch gerne. Ja. Und dann schaut man sich die irgendwie nochmal an und das ist auch ganz witzig. Aber für uns als Café, deswegen Auto. Genau, und deswegen haben wir die Mutavo-Karten jetzt mit bei Stille Post Extrem, denn man kann das Spiel Mutavo, Anleitung liegt auch bei, das ist Stille Post Extrem so wahnsinnig ähnlich, dass man es einfach auch mit den wunderschönen Spiralblöcken von Stille Post Extrem einfach spielen kann. Und es macht auch unheimlich viel Spaß und gerade Leute, die es häufiger spielen, die sind dann vielleicht auch ganz happy, dass sie nochmal andere Karten zur Verfügung haben. Genau. Stopp. Der gute Spiralblock, ja. Da muss ich auch nochmal, genau. So. Ja. Und eine letzte Sache, wo ich hier das Dings hier gerade offen habe, wir tauschen Würfel aus. Und zwar möglichst immer, wenn wir es können. Viele von diesen, wir nehmen auch Packung komplett aus. Bisschen zu ambitioniert. Ja. Also, gute Silbertablette. Viele von diesen Würfelspielen kommen tatsächlich mit Holzwürfeln, was ja sehr vorbildlich ist. Aber für uns im Spielecafé einfach No-Go. Denn diese Holzwürfel, wenn die Leute würfeln damit und sie aneinander reiben, die sind nach kürzester Zeit, sehen die aus wie Sau, weil sich an dem Holz eben doch immer was abreibt und ablagert. Deswegen tauschen wir unsere Würfel immer aus, wenn wir irgendwie ein Spiel kriegen, was mit ganz normalen Würfeln funktioniert, werden sie ausgetauscht. Wenn wir Spiele haben, die nicht mit normalen Würfeln funktionieren, wird es ein wenig tricky. Gerade ein aktueller Fall, ein wunderschönes Spiel, Skull King Dice. Da sind die Würfel so abgenutzt, die sind zwar auch aus Plastik, sind aber bedruckt. Und der Druck ist ab, die Würfel sind fast nicht mehr zu lesen. Und es gibt natürlich keinen Ersatz, weil das Spiel nicht mehr auf dem Markt ist. Das gibt es im Moment nicht mehr. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Also das ist im Moment total blöd. Ja. Und da habe ich jetzt tatsächlich bestellt... Blanco Würfel in den entsprechenden Farben und werde jetzt versuchen, das mit unserem Plotter zu bekleben. Ja, es wird es wird schon eine Fummelarbeit werden. Die Mathematiker unter den Spielern werden dann zwar sagen, das ist nicht mehr die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass jede Seite gleich weit kommt, weil die eine ist dann schwerer als die andere. Ja. Aber ich fürchte, mit dem Schicksal müssen wir dann vielleicht leben. Besser als gar nicht mehr zu spielen. Ja, also die Alternative wäre jetzt tatsächlich nochmal zu versuchen, ein frisches Skull King Dice zu kriegen und das mit Klarlack die Würfel vorher nochmal. Aber auch da, denke ich mal, wirst du, wenn du den Klarlack aufträgst, hast du auch das mathematische Problem, dass es dann vielleicht nicht mehr austariert ist. Falls ihr irgendwelche guten Ideen habt, nennt sie uns. Einfach einen Vorrat an Skull Kings kaufen, vielleicht auf dem Brettspielflohmarkt. Ja, also ich denke mal, das nächste Skull King, was ich irgendwie sehe, das werde ich mir auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Ja, genau. Also es gibt noch so ein paar andere Spiele, die das dann betrifft. Also bei Würfelwurst sind wir auch schon, glaube ich, durch Satz 3 unserer Würfel durch. Die sind halt Holzwürfel und das geht recht schnell. Ja. Da sind weiße und schwarze Würfel zusammen, die du zusammen würfelst und die reibst du dann halt immer und dann sieht es echt scheiße aus. Ja. Gut. Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch und zwar auch so ein bisschen gepimptes Ding. Crazy Words kennt ihr vielleicht auch. Bei Crazy Words sind normalerweise kleine Pappmarker drin, also Pappmarker für die Buchstaben. Ja. Und da habe ich mir tatsächlich mehrere Buchstaben Spiele mit Plastik Buchstaben gekauft
und habe die in Crazy Words ausgetauscht, weil diese Pappdinger, die nutzen sich auch unglaublich schnell ab, weil du sie ständig in der Hand hast und ständig benutzt. Genau, das habe ich auch noch gepinnt. Das ist übrigens sehr spannend, wie das hier jemand zusammengelegt hat, aber ja gut. Na gut. Alles wie immer, ne? Wir können alles vorbereiten, aber dann hört es leider auf. Genau. Ja, das war unser kleiner Einblick darüber, was so im Brettspielcafé hinter den Kulissen gemacht wird für die Spiele. Wir haben natürlich auch noch ein paar Spiele mit Inlays, die richtig professionelle Leute hergestellt haben. Wir haben da einmal Folded Space. Schreibt doch mal Folded Space. Folded Space. Folded Space, genau. Und dann haben wir noch von Broken Token. Folded Space sind tatsächlich so Schaumgummi-Sachen, die sind vorgestanzt, die muss man einfach nur zusammenstecken und ein bisschen mit Kleber befestigen, ist super toll. Und Broken Token ist noch eine Schippe drauf, das ist Holz, die sind natürlich noch viel stabiler, aber Broken Token haben wir nur ein Insert und das ist bei uns bei Terraforming Mars. Und das hat auch schon allerbeste Dienste geleistet. Also Terraforming Mars ohne das Insert von Broken Token möchte ich gar nicht spielen. Nein. Okay. Ja, gut, das war's von unserer Seite. Wir öffnen jetzt auch gleich, müssen noch kurz wieder aufräumen. Schön, Ela, schön, dass du an meiner Seite warst. Ja, sehr gerne. Und du immer nett gelächelt hast. Ja, das habe ich ungefaltet. Bitte vergiss nicht meine Falte. Okay, gefaltet hast du auch noch. Ja. Nett gelächelt und gefaltet. Ja, und das nächste Mal hoffen wir, dass Mirko wieder da sein kann und wir ein bisschen was wieder zu spielen erzählen. Wieso? War ich etwa keine... Wir hoffen, Mirko ist bald wieder da. Tschüss.